Hallo und herzlich willkommen zurück bei Payday 2 mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tifra. Ja, ein neuer Auftrag. Wir rauben wieder was aus. Jawohl, und zwar den Juwelier. Wir brauchen Kohle. Jawohl, Überfall starten. Ich freue mich so, dass ich die Joker-Karte bekommen habe. Sie kann zwar nichts, aber schaut cool aus. Aber ich glaube, dass sie die Karte verändert mit jedem Level, den du da drinnen hast. Wirklich? Ich glaube. Okay, irgendwas zu beachten am Juwelier? Berichtig. Nein, eigentlich nicht. Ja, wir sollten als erstes im Verkaufsraum ausräumen vorne, weil es dann immer schwerer wird, dass man da vorne noch einmal hinkommt. Okay. Ansonsten nichts Großartiges. Ich habe jetzt ein bisschen was geändert in meiner Ausrüstung. Ich habe schon die erste Schutzweste und ich habe mir die Granate genommen, wo dann die Gegner brennen. Meine Ausrüstung ist gleich, trotz der Wurfwaffen, die ich, Wurfsterne, die ich bekommen habe, aber die brauchen wir für einen Stealth-Einsatz. Ne? Uns ist zuerst relativ gut gegangen, soll ich anstatt dem First Aid Kit Munition mitnehmen? Eine Packung. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Dann gehe ich auf Munition. So, cool Setup. Wir haben ja genug Zeit, um das ordentlich zu planen. Okay, also ich wäre soweit. Okay, ich auch. Okay, time for a jewelry hit. We need at least 3 bags. That should be fairly easy. Wie sie glocker. So, wir werden nicht von vorne reingehen, sondern von hinten. Mhm. Aufpassen, man sieht es da gerade, da kommt gerade einer nach vorne. Ja. Da gibt es ein paar so. Ah ja, da steht das. Die werden wir mit den Nahkampfwaffen beseitigen, sodass wir so spät wie möglich erst auslösen. Ah, okay. Weil wenn wir Glück haben, schaffen wir es. Gehst du seitlich? Ich gehe da seitlich schon rein, ja. Okay, dann gehe ich links. So, ich setze mir da die Maske auf. Ich habe noch keine auf, ich gehe da mal zur Seite. Vielleicht kann ich den irgendwie... Ah, der hat eine schwere Schutzweste an. Der Typ. Okay. Da war einer. So, ich glaube, der kommt jetzt zu mir. Ah, der steht da. Ah, da ist er. Okay. Hab ihn. Gut, ich setz mir dann die Maske auf. No, nothing's up over here. War das der Einzige? Ja, ich habe keinen anderen gesehen. Sehr gut. Hinter dir liegt Muni. Pack die gleich ein. Ja, ich habe noch keine verbraucht, darum kann ich es noch nicht aufnehmen. So, ich schmeiß den da her. Ah, da liegt eine Packung. Sehr schön. Was liegt da? Gage Courier Pack. Wenn man die findet und aufnimmt und man hat genug, kriegt man einen Gegenstand. Per Zufall. Zählt der für dich auch. So, ich mach da mal das Fenster auf. Mhm. Watch the civilians. The display cases are smashable. Okay, da drüben. Ich glaube, recht viel weiter werden wir jetzt nicht mehr kommen. Okay. Okay, die Braut, die Privatperson erschossen. Das ist mir relativ wurscht. So. Ich will nur die Klunker. Das kannst schon alles einsacken. Ja, mach ich doch was. Und ich geh nach vorne, ja. Ja, da. Sag mal, komm ich da nicht hin? Ah doch. Wir sammeln da im Mittelteil, ich tu da ganz hinten die Munitions... Box hin. Mhm. Und da kommen auch bitte die Taschen hin. Okay. Wenn wir noch nicht wissen, wo unser Fluchtauto dann stehen wird. Ist es nicht, weil da wo wir... Das ist immer verschieden. Ah, okay.
Na? Soll ich Hüfte da beim Aufmachen? Ja, dann haben wir das schon mal eingesagt, dann brauchen wir nur mehr das vorne machen. So, ne, ich bin schon geübt. Ja. Ich geübt der Räuber. Ja. So, die Leiche lasse ich dann mal liegen, oder? Ja, ja, die kannst liegen lassen, die brauchst du jetzt nicht mehr. Weil es wird sowieso in einem lauten Einsatz irgendwann da enden. Da liegt die Munitasche? Genau, die habe ich aufgeklickt. Was? Wo? Ah, ich glaube, dich haben sie. Shit. So, geht's. Ja. Dann stürmen wir in den Verkaufsraum. Stürmen. Ist weg und sofort alles zu drinnen und aufnehmen. Okay. Komm schon. So. So, vorne habe ich einmal alles. Das ist wichtig. Ja. So, da habe ich mal alles. Oh, eine Tasche, ja, die will ich. Frauen lieben Taschen. Die kann ich nicht nehmen. Na gut, dann nehmen wir anderes Geschütz. Okay, wohin die Taschen? Immer da hinten an die Rückwand. Sammelt nur den letzten Rest einer. So, ich glaube, wir haben ja. Haben wir alles? Da haben wir auch alles? Ja, wir haben alles. So, jetzt legen wir es da ins Zentrum da hinten. Okay. Ins Zentrum. Ja. Und da stellst du bitte auch deinen Erste-Hilfe-Koffer auf. Okay. So, wir warten eigentlich nur mehr aufs Fluchtauto. Ist aufgestellt. Super. Sonst mir was? Nein, ich glaube, wir haben alles. Ich schau mir mal alles durch da hinten. Hinten ist nichts mehr. Vorne ist auch nichts. So, in Rust und in Poli stelle ich dabei da im Zentrum auf. Kommt hier, da ist zwei. Hallo. So, da sind sie. Nein, nicht da wieder reingehen. Oh, das ist so mühsam, die irgendwie wieder zu kommen, dass sie. Oh. Leute, nicht mit mir. Hallo, was seid ihr? Okay, Flugplatte ist da. Sehr schön. Um, 46 Meter vor hier. Müssen wir mal leer rumfahren, oder? Wo ist es? Ah, da vorne. Okay. Ich würde sagen, einer bleibt herinnen. Und nachdem die zwei mir folgen, bleib du bitte herinnen. Wie läuft da immer? So, ich nehme mal die erste Tasche. Folgen wirklich dir.
Gut. Achtung, neben dem Raum. Alles voll. Jetzt sind die Schilder wieder richtig schwierig geworden. So. Ups. Okay. Oh, du, so sicher nicht. Nicht hier. So, jetzt schau ich, dass ich mal mit der ersten Tasche rauskomme, leichter wie Zimmer. Wow, wow. So, ich bin unterwegs zum Lieferwagen, hab die erste Tasche drinnen und komme schon mal rüber. Ja. Ich bin... Scheiße. Warum? Stehst? Ja. So, ich nehme die nächste Tasche. Scheiße! Nachladen! Da hinten, du Sackratte! Oh. Okay. Muss mich mal verarzen. Ja, dann. So, ich hab die nächste Tasche drinnen und komm wieder retour. Ja. Das wollen sie mir drauf absehen, dass ich nicht sehe. So, ich bin wieder da. Ja, da drinnen ist er, ne? So, da, ja. Kacke. Ist da ein Fischhaufen jetzt drin? Ich nehme mal vor Arzt. Ja, mach. So, Arzttasche ist weg. Nimm da auch eine Tasche, weil wir können jetzt raus. Okay. Und wir flüchten auch gleichzeitig. Okay. Also einfach rein. Ich hab's. Geht schon. Ich folge dir. Ja. Da sind momentan relativ wenig da. Das nutzen wir. Ach, Scharfschütze. Okay. Irgendeiner von den beiden. Ah, der hat wieder seine Taschen fallen lassen. Es ist. So, ich stehe im Feld. Ja, du bleib dort. Ich hole nur die letzte Tasche. Irgendwo. Komm her. Achtung auf Scharfschütze. Ja. So, ich bin da. Ich habe mich hinter das Auto geflüchtet. Okay. Das war's. Schauen wir mal, ob das noch klingt. Ja, stimmt. Kann ja sein. Ja. Noch ein Fluchteinsatz haben. Ja, ein bisschen Knete ist wieder dazugekommen. Ja. Ich denke, irgendwann werde ich mal eine Waffe checken, eine neue. Okay. Oh. Knapp vor Punkt 26 stehen geblieben. Level 8. Ah, da geht noch was. 9. Jawohl, auf Level 9. Sehr schön. Okay. Man freut sich über Kleinigkeiten. Mhm. Gut. Statistik, wie schauen wir aus? Ah, sehr schön.
So, Karte. Na, komm schon. Ein Waffenteil. 80.000 Bonus. Sehr schön. Nett, nett. Money makes the world go round. Gut, dann so. Vergeben wir mal ein paar Fertigkeitenpunkte. Ja, stimmt. Oh, ich kann mein Safehouse upgraden. Das werde ich in der Zwischenzeit dann auch machen. So. Na, nein, das nicht. Ich werde den Schurken ein bisschen in die Höhe treiben. Okay. Hitman. Ja. Gut, dann schauen wir mal, welche Waffen wieder freigeschalten wurden. Okay, die Pumpgun, die ist. Warum Säge? Ich bin der Vollstrecker. Natürlich. Die, ja. Genau. So richtig viel ist noch immer nicht. Aber wir sind ja noch nicht wirklich weit mit dem Level. Okay. Wie habe ich eigentlich die da ich schaue gerade ein bisschen Waffen an. Ah. Okay. Nett, nett. Also okay, bei den Waffen kann ich da empfehlen, weil die habe ich selbst als Halbautomatik JP36. Das ist wirklich sehr gutes Sturmgewehr. JP36. Ja. Ja, wo ist die ungefähr? JP36, ja, 350, kann ich mir leisten. Hallo? Die ist sehr gut. Also die ist weit besser als wie das Teil, was du momentan hast. In der Feuerrate ja, Muni ja, Magazin ja. Stabilität ist ein bisschen weniger. Ja, aber die kann man gut hochrüsten. Okay. Und du solltest dann aus der Anfängerwaffe alles ausbauen, damit du das zur Verfügung hast bei dir. Also ich war total zufrieden mit der, das ist meine halbautomatische. Wie mache ich das ausbauen? Geh da zurück? Ja, du gehst einfach rein in die jetzige und wählst das Teil aus, das was momentan eingebaut ist und dann hast du da unten rechts unten eben, dass man das wieder ausbaut. Ah ja. Entfernen oder so, glaube ich, heißt es. Das Teil auswählen, das war, was habe ich da eigentlich? Den Knubbel fuhren. Aus dem Lauf. Die Mündung, glaube ich, ja. Genau. Ich schau nur. Na, da war gar nichts. Den Knubbel vorhin hast du drauf gemacht. Den habe ich nur angesehen. Ach so, hast du ihn dann nicht einbaut. Nein. Ah, okay, na dann kann. Magazin habe ich genommen. Das hast du immer zur Verfügung. Das mit dem orangen Griff, oder? Mhm. Das hast du immer zur Verfügung. Okay, das brauche ich nicht. Das brauchst du nicht ausbauen, das kannst du drin lassen. Okay. Visier habe ich das drauf dann? Nein. Beim Schaft habe ich auch nichts verändert. Die habe ich eigentlich nur mit dem Magazin. Okay. Dann, wenn ich das nicht ausbauen brauche, dann werde ich mir eine neue Waffe checken. Waffe kaufen. Die JP36. 350.000. Tut weh, oder? Ja. Ich habe 373.000. Oh. Da ist irgendwie, ja, bleibt nicht viel übrig. Ja, so ist das am Beginn. Ja, du musst ja auch nicht. Du kannst ja den nächsten Einsatz auch nochmal mit der Standard machen. Naja, es macht schon mehr Spaß, wenn die Waffe besser ist, ne? Natürlich. Du kannst ja, aber gekauft natürlich... Gekauft ist gekauft. Okay. Gut. Ich wollte halt nämlich gerade noch fragen, ob du überhaupt auf Sturmgewehr bleiben willst oder ob du Richtung Pumpgun gehst. Weil man kann Pumpgun-Skills auch hochleveln in die Fertigkeiten. Und die macht dann wirklich extrem Schaden. Ne? Aber das können wir sich auch selber mal schauen. Soll ich nur einen Auftrag auswählen, oder? Ich glaub, ja. Ich glaube, die Folge ist einmal auf alle Fälle jetzt vorbei. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich werde in der Zwischenzeit noch mein Safehouse aufrüsten. Vielleicht machen wir dann einen kurzen Rundgang.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.